Es ist Montag, der 12. Dezember 2016. Zeit für die Free-to-Play-News und das sind die heutigen Themen. Revelation Online, die zweite Closed Beta, ist endlich angekündigt und auch eine neue Klasse wurde vorgestellt. Paragon. Mit dem Monolith-Update wurde das gesamte Spiel umgekrempelt und soll einige neue Spieler ansprechen. ArcheAge. Das neue Update 3.0 Revelation oder auf Deutsch Offenbarung ist nun erschienen. Gaijin. Ein neues Projekt ist vorgestellt worden. Es nennt sich Enlisted und ist seit heute auch offiziell angekündigt. Und meine Top-Meldung, Line of Sight. Der Online-Shooter ist nun offiziell Free-to-Play, aber nicht überall. Moin moin Leute, mein Name ist ReeFazer und ich heiße euch herzlich willkommen zu den News. Wir fangen direkt mit Revelation Online an. Das kommende Free-to-Play-MMORPG von My.com bekommt endlich seine zweite Closed Beta. Vom 20. Dezember bis zum 3. Januar wird jeder, der an der ersten Closed Beta schon teilgenommen hat, mitmachen können. Und das Interessante ist aber auch, dass der Charakterfortschritt von der ersten Closed Beta mit übernommen wird. Heißt, ihr müsst nicht wieder von vorne anfangen, was mich persönlich immer ein bisschen nervt in Closed Betas. Ich werde sehr wahrscheinlich auch kurz reinschauen. Wer keinen Key hatte zu der Closed Beta 1, kann sich immer noch anmelden und eventuell einen Key für die Closed Beta 2 bekommen oder auch durch den Kauf von einem Founders Package einfach direkt mitmachen müssen oder können. Unten in der Videobeschreibung ist wie gewohnt ein Link zu der offiziellen Seite. Schaut euch dort um. Ich weiß persönlich nicht, ob ich irgendwie Keys bekommen werde. Sollte ich diese bekommen, könnt ihr mir auf Facebook, Twitter folgen oder ich werde sogar ein kleines Video dazu machen. Aktuell ist nichts geplant, aber in der kommenden Woche können wir definitiv schon wieder reinschauen in einen der Free-to-Play-MMORPGs, worauf viele sich freuen. Ich persönlich noch ein bisschen gemischte Gefühle habe, aber ich habe gehört, im High Level soll es echt nicht schlecht sein. Ich werde es mir auf jeden Fall angucken. Zusätzlich zu der Ankündigung des kommenden oder der kommenden Closed Beta gibt es auch noch den Spirit Shaper. Das ist eine Heal-Klasse mit ja, irgendwie Geistern, die sie beschwören können. Sieht interessant aus, werde ich mir vielleicht sogar zu der Closed Beta angucken, denn in Russland sind die Jungs schon ein bisschen weiter. Die sind schon in der dritten Closed Beta. Das heißt, dass wir in Europa sehr wahrscheinlich auch mit drei Closed Betas rechnen können. Ich gehe davon aus, Januar, Februar wird dann die letzte sein. Es gibt bis zum heutigen Tag noch keinen offiziellen Release-Datum zu dem Spiel. Heißt, wenn ihr es euch angucken möchtet, versucht in die Closed Beta reinzukommen, schaut ein paar Videos. Aber wie ich schon bei anderen Videos gesagt habe, achtet ein bisschen darauf, ob ihr ein Founders Package kaufen möchtet oder nicht. Es ist, glaube ich, nicht für jedermann was. Natürlich interessiert mich eure Meinung. Was sagt ihr dazu? Sagt ihr, ja, zweite Closed Beta wäre vielleicht interessant, ein bisschen mehr Content, den alten Spielstand wieder starten oder vielleicht überlegt der ein oder andere von euch, sich auch ein Founders Package zu kaufen? Schreibt es gerne unten rein. Ich bin gespannt, wie ihr dazu steht. Und in der vergangenen Woche gab es auch Informationen zu Paragon, der Free-to-Play-MOBA sowohl auf Konsole wie auf PC, aber Free-to-Play-MOBA ist vielleicht mittlerweile sogar der falsche Ausdruck für dieses Spiel. Es gab ein Monolith-Update, was sehr, sehr viel geändert hat. Zum einen ist die alte Karte nicht mehr drin, die nannte sich Legacy, sondern eine neue, kleinere, schnellere Karte und das gesamte Spiel ist überarbeitet worden. Es ist nicht mehr in reinen Klassen aufgeteilt, wie man es in MOBAs halt eben kennt, mit Carries, Supports und so weiter, sondern alle haben Vor- und Nachteile. Die Grundgeschwindigkeit des Spiels ist erhöht worden, Schaden und Rüstung sind angepasst worden und grundsätzlich soll das ganze Spiel ein bisschen schneller und ein bisschen mehr in Richtung Heldenshooter gehen, aber immer noch mit diesem Kern-MOBA-Aspekt. Finde ich persönlich sehr interessant und werde deswegen das Ganze mir auf der PlayStation 4 auch nochmal anschauen, denn ein Problem von Paragon war, es war ein bisschen zu langatmig. Es sieht genial aus, es ist ein ziemlich interessantes MOBA, was mich persönlich ja eher auf der PlayStation angesprochen hat, als auf dem PC. Aber wenn sie das Ganze jetzt wirklich ein bisschen ändern, ein bisschen schneller machen, könnte es ein richtig cooler Free-to-Play-Titel für die PlayStation werden. Es ist in der Open Beta oder mittlerweile sogar fast, ich glaube ich, released, aber ich glaube immer noch Open Beta und jeder kann es kostenlos runterladen. Wollt ihr es im PlayStation Store runterladen, guckt einfach im Shop nach und sucht nach dem Game. Wollt ihr es für den PC runterladen, packe ich euch in der Videobeschreibung einen Link zu der offiziellen Seite. Ich freue mich sehr auf eure Kommentare. Vielleicht hat der ein oder andere von euch sich den Monolith-Update schon angeschaut und sagt, ja, wurde definitiv gut verändert. Oder es gibt vielleicht einige von euch, die sagen, nee, das ist echt eine schlechte Veränderung. Oder wiederum gibt es vielleicht einige von euch, die eher sagen, hey, das klingt doch recht interessant, vielleicht schaue ich mir das Spiel jetzt an, denn es scheint doch ein bisschen anders zu sein als die anderen MOBAs da draußen. Schreibt es gerne unten rein, ich bin sehr gespannt darauf. Und gerade für die MMORPG-Fans da draußen war die vergangene Woche ja recht interessant, denn ArcheAge ist mit dem Update 3.0 Offenbarung rausgekommen. Dieses Update wurde von sehr, sehr vielen heiß ersehnt. Warum?
Im Großen und Ganzen geht es darum, dass Arcage sozusagen ein Revamp bekommen hat. Es gibt einen komplett neuen Server für neue Spieler, in dem dieses Pay-to-Win komplett weg sein soll. Der Shop bietet andere Items an, es soll viel fairer sein. Es gibt zwei neue Rassen, die man komplett ausprobieren kann. Und es soll einfach ein bisschen stabiler und freundlicher für Spieler sein, die eben kein Geld einsetzen möchten. Wie das Ganze tatsächlich aussieht, kann ich persönlich noch nicht sagen, aber ich werde mir das Ganze jetzt ein bisschen anschauen und innerhalb der kommenden Woche mal einen kleinen Ersteindruck der Änderungen und von Arcage im Allgemeinen mit dem Neustart machen. Und ich habe schon von vielen langjährigen Arcade-Spielern sowie auch Wiederkehrern gehört, dass das Ganze doch sehr cool sein soll. Und gerade am Start gab es sogar Probleme mit den Servern, weil zu viele Spieler wieder starten wollten. Ich persönlich finde es immer wieder gut, wenn auch etwas ältere MMORPGs, wobei älter hier bei Arcade tatsächlich ein bisschen übertrieben ist, es gibt deutlich ältere Spiele da draußen, wenn sie es versuchen, halt Spieler anzusprechen und auf das Feedback der Community zu hören, denn Arcade hatte ja ein großes Problem. Es ist ein Sandbox-MMORPG, was aber gerade durch seinen Sandbox-Aspekt von vielen Spielern als Pay-to-Win bezeichnet wurde, da es einfach zu viele Vorteile gab, die man im Shop kaufen konnte. Ich persönlich bin nie davon betroffen worden, weil ich es nie wirklich Core gespielt habe. Als Casual-Spieler hatte ich meinen Spaß, aber wirklich fesseln konnte es mich nicht. Ich bin gespannt, ob mich das neue Update 3.0 fesseln kann und ob es Spaß macht. Eine Road-to-Reihe werde ich erstmal nicht machen, vielleicht später. Ich sitze gerade an Final Fantasy 14, BDO habe ich durch, World of Warcraft habe ich durch und ich werde sehr wahrscheinlich Revelation Online noch mal ein bisschen was machen. Aber ich werde ein kleines Video rausbringen, wo ich so keine Pros und Cons, die habe ich erst kürzlich gemacht, aber wo ich auf die Neuerungen eingehe und wie sie mir gefallen. Natürlich freue ich mich aber viel mehr auf euer Feedback. Wer von euch hat das neue Update schon gespielt und sagt, ja, ist eine coole Sache, wie viele Änderungen habt ihr schon wirklich fühlen können und sind die Server tatsächlich so voll, wie viele Meldungen das darstellen? Schreibt es gerne unten rein. Ich bin sehr gespannt, wie eure Meinung ist. Und unten in der Videobeschreibung ist ein Link zu der offiziellen Seite. Dort könnt ihr euch kostenlos anmelden und das Spiel einfach mal austesten. Und kurz vor dem vergangenen Wochenende hat Gaijin ein bisschen auf sich aufmerksam gemacht. Warum? Auf dem War Thunder YouTube-Channel ist ein Teaser-Trailer hochgeladen worden und mit Teaser ist wirklich Teaser gemeint. Das ganze Ding war gerade mal 17 Sekunden lang und das, was man sehen konnte, war Infanteriekampf. Natürlich waren die Gerüchte hoch und es wurde auf eine Webseite hingewiesen. Enlisted.net nennt sich diese Webseite, findet ihr unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und dort war bis zum heutigen Tag erstmal nichts zu finden außer ein Countdown. Mittlerweile ist dieser Countdown aufgehoben. Und es ist bekannt geworden, es ist ein MMO-Squad-Base-Shooter-Spiel. Wird es Free-to-Play? Sehr, sehr wahrscheinlich. Es ist Gaijin. Man kann aber aktuell Kickstarter-mäßig sich für dieses Spiel einkaufen bzw. pledgen, um die Entwicklung des Spiels voranzubringen. Was ich davon halten soll, weiß ich noch nicht so ganz genau. Gaijin ist jetzt nicht die Firma, die nicht schon genug Geld mit War Thunder und ähnliches gemacht hat. Sie haben noch Crossout in der Pipeline, aber sie sind relativ transparent mit dem, was sie machen wollen. Worum sich das Spiel aber tatsächlich dreht, das ist noch nicht ganz ersichtlich. Es wird definitiv ein Spiel, was auf Team-Based Playing ausgerichtet ist, aber nicht unbedingt. Ich nenne mal das mal dieses normale World War II Shooter wie Battlefield oder Call of Duty bietet, sondern eher in Kampagnen aufgebaut wird, wo man diese Kampagnen durchspielen kann als eine Unit gegen andere Units. Mit den ganzen unterschiedlichen Pledges, die man machen kann, werden sie verschiedene Milestones erreichen und eventuell neue Kampagnen hinzufügen. Ich werde mir das Ganze nochmal ein bisschen genauer in Ruhe anschauen und vielleicht sogar ein extra Video dazu machen. Was ich aber sehr interessant auf der Webseite fand, war die Verbindung zu War Thunder. Wer War Thunder von vornherein mitbekommen hat, der hat damals vielleicht gehört, dass Gaijin ein gesamtes Spiel konzeptieren oder rausbringen wollte. Ein Spiel, wo man mit Panzern, mit Booten, mit Flugzeugen und mit Infanterie spielen konnte. Mittlerweile sind Panzer, Boote und Flugzeuge ja in dem Spiel, beziehungsweise Boote werden demnächst offiziell reingepatcht und ich könnte mir ziemlich vorstellen, dass Enlisted irgendwann tatsächlich auch ein Teil von War Thunder wird und man dann in großen Schlachten alle Bereiche der Kriegsführung abdecken kann. Ob es so ist, ob das Spiel gut wird, das steht noch in den Sternen geschrieben. Ihr findet aber unten definitiv den Link zu der Seite. Schaut es euch an, kommt wieder und schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet und was ihr von diesem Spiel verstanden habt. Denn das Ganze ist noch ein bisschen kryptisch, das heißt ganz genau sich vorstellen, was da kommt, das kann man leider noch nicht. Und meine Top-Meldung der vergangenen Woche dreht sich um Line of Sight. Und das ist eine ziemlich kuriose Meldung. Warum? Falls ihr euch erinnert, habe ich damals ja auch mit den Entwicklern sogar Kontakt gehabt und habe einen Early Access zu dem Spiel bekommen. Und das Spiel soll ein Online-Shooter werden, welches aktuell auf Steam im Early Access käuflich erwerblich ist. Knapp 10 Euro kostet, glaube ich, das Grundpackage und das Ganze dümpelt jetzt so ein bisschen vor sich hin seit September. Problem bei solchen Online-Shootern, auch im Early Access, ohne genug Spieler,
Tja, da bleibt ein bisschen wenig Feedback und umso weniger Lust, das Spiel zu spielen, denn man kommt immer wieder gegen die gleichen und wirklich Spaß macht das nicht. Und ich persönlich habe versucht, auf deutschen Servern zu spielen und da war nie genug los. Jetzt haben die Jungs aber gesagt, okay, wisst ihr was, Line of Sight geht free to play, denn wir wollen die Server voll machen. Das Spiel ist zwar noch in der Entwicklung, das sollen die Spieler aber auch wissen und dementsprechend können sie es kostenlos einfach spielen, ohne dafür kaufen zu müssen. Aber nicht auf Steam. Auf Steam bleibt das ganze Early Access und ihr müsst 10 Euro spielen. Auf Game and Game wiederum, was so eine Art Publisher ist für Free-to-Play-Spiele, dort könnt ihr euch da registrieren, das Spiel kostenlos runterladen und auch kostenlos spielen. Interessanterweise wird aber angegeben, dass Steam-Spieler und Game and Game-Spieler miteinander auf den gleichen Server spielen, was ich mir nicht ganz vorstellen kann wegen Steam, aber ich persönlich habe es noch nicht ausgetestet, werde demnächst aber mal wieder in Line of Sight reinschauen, um zu sehen, ob die Server zumindest jetzt voll sind. Das heißt, wenn ihr Bock habt, könnt ihr euch Line of Sight jetzt definitiv kostenlos anschauen. Link ist unten in der Videobeschreibung zu der Game-in-Game-Version. Es wird eine externe Version runtergeladen, es ist keine Steam-Version und diese ist dann eben komplett kostenlos spielbar mit dem gleichen Spiel, gleichen In-Game-Shop und den gleichen Stand wie die Steam-Version, nur ohne Geld auszugeben. Warum? Keine Ahnung. Ich weiß echt nicht, warum man das Ganze nicht auf Steam auch umstellt oder ob man einfach irgendwie darauf verpocht ist, irgendwie noch Geld damit zu machen, auch wenn ich verstehen kann, dass man es in die Entwicklung eventuell reinstecken möchte. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, seitdem es im Early Access ist, hat sich da nicht wirklich viel entwickelt. Also schauen wir mal, wie es sich weiterentwickelt. Ihr könnt mir aber gerne in die Kommentare reinschreiben, was ihr davon haltet, ob ihr jetzt reinschauen möchtet, da es Free-to-Play ist oder ob ihr sagt, ich habe mir das Ganze mal in Videos angeschaut, ich interessiere mich nicht dafür. Ich werde weder ein Early Access kaufen, noch mir das Ganze als Free-to-Play-Spiel anschauen. Schreibt es gerne unten rein, ich bin sehr gespannt, wie ihr das seht. So Leute, das sollen sie gewesen sein, die Free-to-Play-News der vergangenen Woche. Und ja, YouTube dreht durch, Algorithmus hier, Algorithmus da, geht mir am Arsch vorbei, ich bin zu klein, damit es mich wirklich trifft. Wobei, ich merke das schon an meinen News, dass einige Leute von euch sehr wahrscheinlich meine Videos nicht mehr in ihrer Abo-Box sehen, aber ich werde jetzt kein extra Video dazu machen. Aber ich hoffe natürlich, wie gewohnt, euch mit diesem Video unterhalten zu haben und auch ein bisschen informiert zu haben. Ein Daumen nach oben freut mich natürlich und ein Abo, falls ihr mich noch nicht kennt. Und ansonsten hoffe ich, wir sehen uns in meinem nächsten Video. Und bis dahin, ciao. Ich bin da mal raus.